begleitet mich heute nach Dubai. Hallo, mein... Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einem neuen Video hier auf meinem YouTube-Kanal. Und für mich geht die Reise schon wieder weiter Richtung Dubai. Ist kein Urlaub, ist eine Geschäftsreise. Aber ich habe am Wochenende noch ein bisschen Zeit, um Dubai noch ein bisschen zu genießen. Aber ich nehme euch dennoch mit. Ich werde mich aber jetzt hier kurz halten. Ich bin super müde. Ich bin ja erst gestern Abend aus Disneyland Paris gekommen, war um 12 Uhr im Bett. Um 4 hat der Wecker wieder geklingelt und wer meine Odyssee von der Deutschen Bahn kennt, weiß, dass ich auch wenig geschlafen habe. Die Disneyland Paris ist natürlich auch mega anstrengend und wenig Schlaf. Oh. Ich freue mich heute, also heute ist tatsächlich nichts mit Arbeiten, heute einfach nur Anreise. Aber freue mich dann auch relativ früh ins Bett zu kommen. Genau, deswegen halte ich mich jetzt kurz. In diesem Video werdet ihr halt die Anreise sehen und die Tage, die ich abends dann Zeit habe nach der Arbeit. Wir werden verschiedene Malls besuchen, irgendwo essen gehen. Und dann am Wochenende habe ich noch 2 Tage und dann nehme ich euch dann mehr mit. Genau, aber es ist so Anreise und so ein bisschen Zwischengeplänkel, würde ich mal sagen. Wir sind im Marriott Al-Jadaf angekommen. Ich kann es euch gerne unverlinken. Es ist zwischen dem Flughafen und der Innenstadt. Und genau, hier ist das Badezimmer mit Blick aufs Bett aus der Badewanne. Dann haben wir hier eine große Dusche. Ist wirklich riesig. Und dann haben wir hier noch eine Toilette. Waschbecken, natürlich ganz viel gratis Zeugs. Ein sehr schönes Zimmer. Dann haben wir hier im Schrank noch ein Bügelbrett und Bügeleisen, sogar eine Waage, Schlappen, noch ein Kissen. Hier gibt es Wasser und Tee und Kaffee. Jeden Tag wird hier nachgefüllt. Es gibt ein Safe. Und dann hier ist das große Bett. Und genau, hier gibt es noch einen Kühlschrank, der ist leer, da ist nichts drin, aber kann Getränke reinmachen. Ansonsten kann man da sich auch Eis holen und hier gibt es noch einen Föhn. Und die Aussicht ist sehr schön, zeige ich euch auch. Klar auf die Autobahn, aber da sieht man so ein bisschen die Hochhäuser. Sieht man es? So. Erster Tag und ich bin zurück vom Office und werde mich jetzt hier noch mal kurz in den Whirlpool legen und den schönen Sonnenuntergang genießen. Also das ist der Pool hier oben im Hotel. 8. Stock, mit einem Whirlpool. Und ja, Sonnenuntergang gerade und hinten habt ihr den Burj Khalifa. Also ja, das ist die Aussicht hier von Rooftop, weiß nicht, ob es Rooftop ist, weil irgendwie geht es da auch noch hoch und da steht auch Marriott dran, aber keine Ahnung, was auf der anderen Seite ist. Auf jeden Fall ist das jetzt hier die Aussicht und das ist auch unsere Aussicht aus dem Zimmer. Und hier direkt hier oben bei dem Pool habt ihr auch noch eine Rooftop-Bar. Aber ich glaube, für Dubai ist das keine Rooftop-Bar, das ist einfach nur eine Bar auf dem Dach. Also ist es ja im Besitz, aber es gibt, glaube ich, mehrere more impressive Rooftop-Bars hier in Dubai. Genau.
gehe jetzt aufs Zimmer, ziehe mich um und dann fahren wir in eine Mall. Wir sind jetzt in der City Center Midiff, glaube ich, Mall angekommen. Haben ein Taxi genommen, war eine Empfehlung von meiner Chefin, die hier 10 Jahre gewohnt hat. Es soll nicht so touristisch sein, eher für die Einheimischen und ja. Ich würde sagen, wir gehen erstmal zu Forever 21 und gucken, ob es was von Disney gibt. Wir sind jetzt hier im The Coop House in der Mall und ich habe mir eine Trüffel-Pilzsuppe bestellt und wir teilen uns dann noch gleich eine Pizza. Wir sind jetzt hier gerade in so einem, keine Ahnung, ich würde sagen Body Shop, würde ich es nennen. Ich habe irgendjemandem gesehen, dass es, glaube ich, die Dinger auch in Amerika gibt. Ich weiß nicht, ob dieselbe Marke, aber die haben auch so einen Duft, das sind Handdesinfektionsteile. Und gibt es hier auch mit verschiedenen Haltern. Und hier gibt es alles Mögliche, auch so Weihnachtssachen. Also wir kaufen auch ein paar Sachen, also was hier alles für Düfte gibt, ne? Das ist crazy. Ja, hier gibt es natürlich so, schon so Geschenksets für Weihnachten. Ja, richtig crazy. Ich weiß nicht, der heißt auch was mit Bath tatsächlich. Bath and Body Works, so heißt der. Ich habe wieder einen Anditz gefunden hier. Ähnlich wie in Frankreich. Hier gibt es also schon ein bisschen mehr. Hier gibt es auch die gleichen Sachen wie dort, aber auch ein bisschen andere Sachen. Stitch. Also richtig cute hier. Hier gibt es auch Prinzessinnen und ich muss sagen, die Qualität der Hosen, die sind so bequem. Ja, wie gesagt, Chip and Dale, die finde ich echt süß, überlege ich mir. Stitch, hier gibt es Mickey und allein diese, also es fühlt sich so schön an, so bequem. Auch hier T-Shirt und gibt auch noch eine Hose dazu. So, da überlege ich mir, ob ich mir das als Set vielleicht mitnehme. Achso, hier gibt es noch Klopfer. Hier gibt es Marie. Und hier gibt es auch noch Chip and Dale. Ja. Wir sind jetzt bei Max, so heißt der Laden. Hier gibt es diese Pullover. Hier gibt es so einen weißen, der ist eigentlich auch ganz hübsch. Ein Steinchen. Es gibt Sneaker. Hier gibt es noch was mit Stitch. Auch ganz hübsch mit Mini und Mickey. Also ja, man muss hier schon die Augen aufhalten. Ich habe auch schon was anderes gesehen. Typo. Da gehen wir jetzt auch gleich hin. Aber da sind Pullover. Ich habe schon so viele Weihnachtspullover. Aber schön. Ich habe gesagt, dass wir jetzt zu Typo gehen und hier gibt es Mickey und Minnie Ornamente. Hier gibt es Baby Yoda, es gibt auch Bars. Es gibt Olaf in der Schneekugel, es gibt sogar Harry Potter. Hier sogar, das ist ganz süß hier, Darth Vader, Lebkuchen, Hedwig in einer Schneekugel. Ja, richtig süße Sachen. Und hier gibt es auch was von Disney. Und zwar ja, hier so Kissen und ja, so Suppenschüsseln, sowas hier, so. Solche Ornamente, also süßer Laden. Es ist tatsächlich jetzt noch was sehr Cooles zustande gekommen. Ich darf die Dubai Air Show für ja, knapp 2 Stunden besuchen, weil ich dann zum nächsten Meeting muss leider. Aber 2 Stunden sind mehr als keine, denn das ist tatsächlich ein sehr spektakuläres Event. Und ja, ich nehme euch ein bisschen mit, zeige euch ein bisschen was, so gut es geht. Ja, freue mich sehr hier zu sein und die Möglichkeit zu haben, die Airshow. Ist halt so eine Messe, aber eine Riesenmesse.
hoffe, ihr versteht mich. Es ist relativ laut hier auf dem Rollfeld oder auf dem Apron, wie man sagt. Ja, mega cool. Super viele Aussteller, natürlich Emirates mit dem A380, mit einer 777. Darf man auch, habt ihr gesehen, reinlaufen. Die verschiedenen Klassen sich angucken, Business Class, First Class, Premium Economy in der A380, also mega cool. Man darf unter den Flugzeugen herlaufen, wo man sonst so eigentlich nicht hin darf. Und für mich als Flugzeug-Nerd schon immer gewesen, ist das was ganz Besonderes und so nah den Flugzeugen sein zu dürfen. Genau, also ist schon richtig cool. Ich zeige euch jetzt noch ein bisschen das Frühstücksbuffet hier im Marriott Al-Jazeera. Der letzte Tag für uns. Hier gibt es alle möglichen Cerealien, Trockenfrüchte, Haferflocken. Hier gibt es eine Bar, da kann man dann Tee und Kaffee und alle möglichen Sachen bestellen. Hier gibt es hier so allerlei Gebäck, Kuchen, Süßigkeiten, Custard, Danish, was auch immer, Donuts und Muffins, Cinnamon Rolls. Haben wir sogar noch mehr die Icing drauf. Ja. Hier natürlich Brot mit Marmelade, verschiedene Baguette-Sorten. Obst, also hier ganzes Obst, sag ich mal. Es gibt aber noch geschnittenes Obst. Dann gibt es hier Säfte, Ananas. Hier gibt es verschiedene Wasser mit Früchten drin, also die halt noch ein bisschen nach Frucht schmecken. Infused Water heißt es hier. Dann gibt es hier normalerweise frischen Orangensaft und Wassermelone-Saft. Und dann kann man, hier gibt es noch Pancakes und Waffeln. Genau, kann man sich dann auch hier nehmen. Blueberry Pancake, oh, ich glaube, die muss ich halt nehmen. Genau, dann gibt es hier verschiedene Sachen da drauf, French Toast, Waffeln. Genau, dann Eierspeisen gibt es auch. Kann man sich dann, also hier gibt es noch was anderes als Eierspeisen, Baked Beans, Roast Vegetables, Potatoes, Crumbled Eggs, Boiled Eggs. Und dann sieht man hier die Eierspeisen gerade umstellen kann. Hier gibt es dann noch so warme Sachen oder arabische, orientalische Gerichte. Ja, thank you so much. Gibt's halt so, also für mich wäre es Mittagessen, aber es gibt Leute, die essen das auch schon zum Frühstück. Die Asiaten und ich glaube die, also die Middle East Fraktion ist sowas zum Frühstück. Also hier gibt es, keine Ahnung, ich weiß nicht, was das alles ist hier. Kongol steht hier drauf, hier steht Alo, was auch immer drauf. Genau. Puri. Ah, das sind so Teigdinger. Und hier gibt es dann so Samosa auch zum Frühstück. Dann haben wir hier halt noch so Aufschnitt, Käse. Also das Frühstücksbuffet ist echt riesig. Hätte vielleicht von der anderen Seite gehen sollen. Hier gibt es noch Salat. Und dann gibt es hier noch so Hummus und Tzatziki und Kichererbsen und Käse und weiß was ich, alles mögliche an Antipasti. Ja, also Auswahl ist echt monströs. Aber ich esse eigentlich jeden Morgen nur Eggs Benedict. Ja, heute ist unser letzter Abend im Hotel und ich muss euch noch das Frühstück zeigen, das mache ich morgen. Aber ja, das hat uns der Room Service hier aufgebaut. Die Mini natürlich nicht, die gehört zu mir. Aber ja, richtig süß hier mit der Rose, mit den Rosenblättern und dem Herzen. Also richtig schönes Hotel, kann ich auf jeden Fall weiterempfehlen. Ist aber nicht sehr zentral, also man muss auf jeden Fall mit dem Taxi fahren. Wir sind jetzt heute Abend beim OD's Bar und Grill. Hier spielt auch ein DJ, wie man unschwer hören kann. Und ja, das ist die Aussicht. Ich gehe gleich mal weiter nach vorne, weil da kann man nämlich mega schöne Aussicht hier genießen. Wir haben uns jetzt was bestellt. Wir teilen uns das eigentlich immer. Wir haben hier ganz viel Fladenbrot, dann einmal kalte Mezeplatte mit verschiedenem Hummus. Dann den halben Meter Kebab, so heißt es. Es gab auch noch einen Meter Kebab. Also es ist ein halber Meter. Dann nochmal Hummus und da haben wir einen Wrap.
Wir waren übrigens hier beim Dubai Creek Marina. Und ja, hier sind auch mehrere Hotels, hier gibt es und auch Restaurants. Mama, einsteigen. Genau. Ja, unser Uber ist gerade da. Ja, also hier waren wir beim Dubai Creek. Hallo. Ja. Wir sind jetzt hier im Sheraton Grand Hotel. Genau, wir sind einmal umgezogen, weil wir jetzt zu dritt übernachten und im anderen Hotel im Marriott gab es kein Dreierzimmer. Aber relativ ähnlich. Wir haben hier auch eine Badewanne, wo man dann rausgucken kann, aber das kann man alles runter machen. Genau, und dann haben wir hier eine Dusche, die auch relativ groß ist. Dann haben wir eine Toilette mit BD. Und ja, so sieht das dann hier aus. Hier gibt es Wasser, hier gibt es auch einen Kamm, wieder alles Mögliche. Genau, gibt's hier alles. Dann haben wir hier natürlich auch wieder, hier haben wir sogar eine Kaffeemaschine mit Kapseln. Genau, zwei Tassen, dann müssen wir sonst noch welche bringen. Hier haben wir Milch, Kaffeekapseln, hier so ein Wasserkocher, da ist so ein bisschen Tee. Und hier haben wir dann die Betten. Genau. Wenn wir noch ein drittes Bett wollen, können wir uns gerne auch noch eins bringen. Ja, sieht so aus. Wir sind auf dem 21. Stock und die Aussicht zeige ich euch jetzt auch gleich. Wir haben einen großen Fernseher und die Aussicht ist, habe ich selbst noch gar nicht gesehen. Oh, man sieht nicht so viel. Und wir sind an der Seite zwischen zwei Hochhäusern. Ein bisschen sieht man da hinten. Habt gesehen, wir sind jetzt im Sheraton Grand Hotel angekommen. Genau, wir haben gewechselt, weil es in dem anderen kein Dreierzimmer gab. Jetzt gehen wir zu einem ganz besonderen Abendessen. Und zwar, ich war schon oft in Dubai, ich glaube 4 oder 5 Mal, aber immer nur so kurz wegen der Kreuzfahrt, also meistens halt auf Kreuzfahrt. Ich war noch nie auf dem Burj Khalifa, dem höchsten Gebäude der Welt. Und dann habe ich einen Tipp bekommen, dass man nicht wie jeder Tourist einfach hochfahren soll, dann rumlaufen soll, wieder runter. Nein, es gibt ein Restaurant, und zwar das Atmosphere. Das haben wir reserviert. Das ist eine Etage unter dem Observation Deck. Das heißt, eigentlich fast genauso wie wenn man oben ist. Und da haben wir heute eine Reservierung und da gehen wir jetzt hin und da nehme ich euch mit. Putsch. Wir sind jetzt hier im Atmosphere und zwar ja, ist das Restaurant auf dem 123. Stock auf dem Burj Khalifa. Ich glaube, wir sind eine Etage über oder unter dem Observation Deck und das ist so, dass wenn man wenn man nur auf dieses Observation Deck möchte, das eh schon, glaube ich, fast 170 oder 100 Euro kostet. Und wenn man hier ins Atmosphere geht, man muss auf jeden Fall voll reservieren. Es gibt Tische mit Window View, also dass man direkt am Fenster sitzt. Die kosten ein bisschen mehr und der Mindestverzehrwert ist 400 Dirham, was ungefähr so 110, 120 Euro ist. Ja, und wenn man hier hoch möchte, lohnt sich das tatsächlich ein bisschen mehr, als einfach nur auf das Observation Deck zu fahren. Es gibt verschiedene Sachen hier. Es gibt Fleisch, es gibt Fisch, es gibt Vorspeisen. Ich muss hier immer die Lampe so ein bisschen halten, weil es hier sehr dunkel ist, damit ihr das seht, was es hier so gibt und was es kostet. Aber es lohnt sich auf jeden Fall. Wir haben jetzt schon mal hier einen Cocktail bestellt. Ich habe jetzt einen alkoholfreien, weil die mit Alkohol kosten knapp 500 Dirham, also 50 Euro. Da haben wir jetzt den ohne Alkohol geholt. Genau, wir bestellen jetzt uns was zu essen. Unsere Vorspeisen sind da. Ich habe mich für Burrata entschieden. Hier gibt es irgendwas Veganes mit Zucchini und rote Beete-Tatar. Genau. Ziegenkäse? Mit Ziegenkäse, genau. Der Hauptgang ist da und ich habe mich so fürs Wagyu Beef entschieden. Das habe ich noch nie gegessen und ja. Ich bringe mal hier die Location, ist eine gute Gelegenheit. Ich habe oben auch Trüffel drauf. Hier haben wir einmal Seabass, ich weiß nicht mehr genau, was das übersetzt ist, aber hier haben wir ein weißer Fisch. Wir haben Trüffelpommes mit bestellt und einmal Lachs. Thank you.
Wir sind jetzt hier im Armani Hotel, tatsächlich im Burj Khalifa. Wir sind runtergefahren von dem Atmosphere und haben echt gefragt, wie wir denn zu den Fountains kommen, also zu den, die ihr gerade gesehen habt. Und dann hat er gesagt, dass es hier wohl eine Terrasse gibt im Armani Hotel, wo man dann rauf kann. Genau. Sitzen können wir hier nicht, wollen wir auch gar nicht. Wir haben uns das hier so angeschaut, das Spektakel, und gehen wieder. Es dauert nur 5 Minuten und die Fontänenshow ist alle halbe Stunde ab 18 Uhr. Wir sind jetzt wieder unten und ich muss mal gucken, dass ich nicht überfahren werde. Ja, das ist der Burj Khalifa von unten. Oh, man muss den Hals total nach oben strecken. Ja, da oben irgendwo waren wir. 123. Stock. Schon ein sehr imposantes Gebäude. Wir gehen jetzt ja noch ein bisschen spazieren, sind jetzt an der Dubai Mall angekommen, werde aber nicht lange bleiben. Ich mag die Mall eh nicht, weil die mir viel zu groß ist. Ich finde mich da eh nie zurecht, aber kurzer Abstecher und es ist einfach so schön hier schon. Ich weiß nicht, ob es ja immer so ist oder ob es nur für Weihnachten ist. Auf jeden Fall ist es mega schön beleuchtet, alles hier. Das sind Straßen, ja. Auch im Sheraton versuche ich euch ein bisschen was von dem Hotel zu zeigen. Genau, wir sind jetzt hier oben auf dem 54. Stock. Gibt es den Pool und ja, hier die Aussicht von hier ist jetzt leider also nicht ganz so schön wie im anderen. Hier gibt es auch eine Dusche und genau, das ist hier der Pool. Ein großer Pool. Also man sieht schon ein bisschen da raus. Man sieht auch den Burj Khalifa. Den sieht man wahrscheinlich von jedem Hochhaus. Genau, also so sieht das hier aus. Die Liegen sind hier ein bisschen schöner, muss ich sagen. Also es ist ein bisschen bequemer. Aber von der Aussicht her fand ich den anderen Pool schöner. Ja, da hinten gibt es auch noch einen Sportbereich. Hier gibt es so ein, keine Ahnung, ich würde sagen Kinderbecken. Ich laufe jetzt auch einmal hier rum. Und ja, das ist hier der Whirlpool. Also wie gesagt, beim Whirlpool fand ich jetzt die Aussicht bei dem anderen viel, viel schöner. Mit Sonnenuntergang und so, aber ja, das ist natürlich Meckern hier auf hohem Niveau, es ist alles schön. Heute ist der letzte Tag in Dubai. Ich weiß, ich nehme ja schon mal so ein bisschen sporadisch mit, aber das war auch die Idee vom Blog, gestern waren wir halt den ganzen Tag im Wasserpark, dazu gibt es ein separates Video. Unter der Woche war es halt wirklich nur so Good Morning, so gestückelt. Ja, ich war jetzt gerade hier oben am Pool und habe mein News-Video gefilmt. Ein Dessert Paris News Video. Gehe jetzt frühstücken und dann fahren wir zum Aura Sky Pool. Das ist der Platz 1 Infinity Pool hier in Dubai. Und ja, Preise und so weiter sage ich euch dann später. Das Frühstücksbuffet hier im Sheraton Hotel ja, ist auch vielseitig. Wir sind jetzt in verschiedene Stationen eingeteilt. Hier haben wir die Arabic Station. Hier haben wir zum Beispiel auch Egg Shashuka. Sehr typisches Gericht. Dann gibt es einmal eine Asia-Station mit Frühlingsrollen und Dimsums. Ich glaube, ich welche gleich. Aber ist halt Frühstück, ne? Aber trotzdem, es gibt Leute, die essen das zum Frühstück. Dann gibt es Chicken und vegetarische Suppe mit verschiedenen Sachen, die man sich da reinwerfen kann. Dann gibt es auch eine Omelette-Station. Gehen wir jetzt hin. Hier könnt ihr euch Omelette bestellen. Hier gibt es dann noch verschiedene indische Gerichte. Sieht auch sehr interessant aus, alles muss ich sagen. Das ist auch noch Kappa und was auch immer, Aloha Paratha. Richtig gut in sowas. Good morning. Verschiedene Dips. Marmelade, Porridge gibt es hier. Verschiedene Müsli-Sorten. Verschiedene Milchsorten. Verschiedene Puddings. Ich glaube, ich nehme auf jeden Fall schon mal einen Chia-Pudding mit. Es gibt Fischer-Müsli, es gibt Joghurts. Es gibt die Pancake-Station und Waffeln.
alles, was warm ist. Würstchen, gekochte Eier, Hashbrowns, gekühlte Tomaten, Eier, also Poached Eggs, Scrambled Eggs, Beef Bacon, Baked Beans und Roasted Potatoes. Gibt es hier auch eine Healthy Station. Hier habt ihr dann auch dieses Infused Water, verschiedene Obstsorten geschnitten. Ist hier auch nochmal irgendwie Obst im Glas eingelegt, ganze Früchte. Gibt es dann auch so Guacamole und Tomatensalsa. Das nennt sie die Health Corner mit Nüssen und verschiedenen Trockenfrüchten. Hier macht er anscheinend, was auch immer das ist, Live-Dosa. Keine Ahnung, was das ist. A thin pancake in South Indian cuisine made from fermented butter or ground black temples and rice. Okay. Ja, verschiedene Brötchensorten. Croissants, Gebäck. Mehr Gebäck. Ja, Brötchen und dann haben wir hier noch Salate, Hummus. Also die Auswahl ist wirklich endlos. Nehmen wir noch ein bisschen was Glutenfreies. Genau, das war's. Wir sind jetzt angekommen beim Aura Sky Pool Lounge. Und wir haben eine Reservation von 10 bis 14 Uhr. Wir haben jetzt 20 vor 10 und die lassen uns erst genau um 10 Uhr rein. So, ich nutze jetzt schnell die Gelegenheit, bevor hier jemand da ist. Und ja, man kann verschiedene Seiten auswählen, wo man liegen möchte. Wir haben jetzt den De Palm View aufs Atlantis. Wir haben jetzt die dritte Reihe, wir haben hier so eine Couch da. Und es gibt verschiedene Reihen. Natürlich ist First Row teurer als jetzt die Couch. Aber als ich gebucht habe, war tatsächlich auch sehr viel ausgebucht. Deswegen, haben wir das jetzt. Ich glaube, 70 Euro haben wir pro Person bezahlt für 4 Stunden. Wie gesagt, es gibt verschiedene Views. Es sieht echt beängstigend aus, wenn man da vorne dann ist. Das sieht, als würde es runtergehen. Ich zeige euch dann die anderen Views auch noch später. Also wir machen jetzt mal hier so eine Runde. Wie gesagt, es gibt verschiedene Plätze und man kann aber im Infinity Pool einmal rumschwimmen sozusagen. Und ja, es gibt verschiedene Uhrzeiten, es gibt auch Sonnenuntergang und so. Also es ist kein günstiger Spaß, aber die Aussicht ist echt atemberaubend. Seid, bekommt ihr auch, also das Handtuch bekommt ihr nicht geschenkt, das, aber ihr bekommt ihr auf jeden Fall ein Handtuch. Das hier bekommt ihr geschenkt, das ist so eine Tasche und da ist ein Hut drin, ein Fischerhut, perfekt für mich. Ich liebe ja Fischerhüte. Und dann ist da noch irgendwas von Boss drin. Schauen wir mal, ich weiß nicht, was es ist. Irgendwas von Boss. Ich mach's später mal auf. Hier gibt es natürlich auch was zu essen und zu trinken und ihr wisst ja, wie ich für Themed Food bin, also thematisiertes Food, passend zur Location. Und hier gibt es eine Kokosnuss, Kokosnusswasser, wo dann auch Aura Dubai steht und Boss, also Hugo Boss, hier steht es überall, das ist der Sponsor, das ist ganz klar. Keine Ahnung, was es kostet hat, sehen wir später auf der Rechnung. Also der Aura Sky Pool ist der Wahnsinn.
kann ich euch auf jeden Fall empfehlen, wenn ihr hier seid, bucht euch dort einen Platz. Und ja, also die Aussichten, einfach der Knaller. Wie gesagt, müsst frühzeitig buchen. Also wenn ihr wisst, dass ihr nach Dubai kommt, schaut nach einem Platz. Und ja, es gibt verschiedene Zeiten mit Sonnenuntergang. Morgens könnt ihr euch dann entscheiden. Es gibt Handtücher kostenlos, also dürft ihr natürlich nicht mitnehmen. Ja, unten gibt es auch Duschen und nochmal frische Handtücher und Bodylotion und Duschgel. Also alles, was man braucht, um dann auch danach wieder frisch weiterfahren zu können. Wie gesagt, die Goodiebag gibt es auch. Wir sind jetzt zu The Point gefahren. Da waren wir im April ja auch schon mit dem AIDA-Ausflug. Hier kann man auch schöne Bilder machen vom Atlantis Hotel. Und hier gibt es auch Restaurants und einen kleinen Strand. Und hier schlendern wir jetzt ein bisschen durch. Ich zeige euch noch gleich hier die Aussicht, versprochen. Hier ist nämlich ein kleiner öffentlicher Strand, wo man dann hier ein bisschen chillen kann. Hier gibt es so Sandsäcke. Ja, jetzt sind wir hier schon, glaube ich, über eine Stunde. Aber ich zeige euch gleich noch die Aussicht aus Atlantis Hotel. Und hier kommen auch die ganze Zeit Reisebusse für Fotos. Man hört die Musik von gegenüber vom Hotel. Ich spiele die ganze Zeit. Also ja, hier gibt es auch ein paar Shops, ein Starbucks. Also lohnt sich echt mal hier vorbeizuschauen. Ist halt auch so eine Vergnügungsmeile für die Einheimischen. Das haben wir bei der Tour im April gehört, als wir hier waren. Ja, also echt spannend. Nochmal die letzten Sonnenstrahlen tanken, bevor es dann ja morgen früh für mich Richtung Zürich zurückgeht. Ja, dann fliegen schon heute Nacht um 3:30. Mein Flug geht um 8:30 morgen früh. Und dann muss ich direkt vom Flughafen nach der Landung direkt ins Büro. Vor- oder Nachteil, direkt am Flughafen zu arbeiten. Wir sind im Miniso in der Marina Mall und es ist ein japanischer Laden und hier gibt es so schöne Schlüsselanhänger. Schaut doch mal. Ich will alle mitnehmen. Das hier ist Goofy, das leider. Doch, da ist das Ohr. Hier haben wir noch, also hier steht dran, das ist Chip. Kamera ein bisschen höher halten. Dann haben wir hier Mini, den Mädels bringe ich auf jeden Fall auch was mit. Und dem Daniel auch. Genau. Daniel kriegt den in Schwarz. Gibt es hier noch den Mickey. Dann gibt es noch die hier. Also super süße Sachen. Und dann gibt es hier noch solche. Und dann gibt es hier noch so Plüschanhänger. Winnie Pooh. Mini. Mickey, Halloween Mickey. Das war's jetzt hier. Was haben wir hier noch? Ach, hier ist noch Toy Story, Lotso, Buzz Lightyear, Snoopy. Ja, die anderen sind alle nicht Disney, aber trotzdem alle mega süß. Das ist halt dieser japanische Style. Mega cute. Hier geht's weiter. Hier sind auch so, wie gesagt, Hello Kitty Sachen. Hier ist auch nochmal Disney mit Schlüsselanhänger. Elsa Sachen und hier sind noch so Prinzessinnen-Manga-Figuren. Ah, hier steht schon out of stock, also die sind ausverkauft, aber schaut euch mal diese Gesichter an. Also ist das nicht süß. Also ich muss unbedingt nach Japan. Allein wegen diesen ganzen Merch. Ach, die Arielle ist auch süß. Mit diesem Schlafen. Ob sie die Ariel noch haben. Und hier haben sie auch noch so Cupcakes mit den Figuren, mit den Zumzums drin. Oh, oh, süß. Und hier gibt es so Lippenstifte mit Winnie Pooh und mit Mickey. Schaut euch diesen Cuteness Overload an, ich krieg die Krise.
Hier einmal Chip mit Nagelfeile und so. Gibt es hier so ein Marie-Nagelset. Dann habe ich hier so Lipbalsam. Ich glaube, ich habe euch gerade gezeigt mit Winnie Pooh. Hier gibt es so Fischerhüte. Hier gibt es Cappies. Oh. Hier muss ich direkt an Brina denken bei den Shower Caps. Oh nein, hier hebe ich gleich auf. Einmal Frozen und einmal Lotso. Und hier unten gibt es auch noch so Waschhandschuhe mit Mickey und Minnie. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Hier gibt es auch so Becher. Also nicht, dass du was brauchst, aber für 5 Euro. Ne? Also hier, der kostet 26 durch 3,8. Bisschen mehr, aber hier mal ein Marie-Becher. Gibt so kleine Becher für 22 Dirham. Gibt so Ariel Kindertrinkflaschen und auch Frozen. Ich sehe wahrscheinlich trotzdem immer noch was. Hier gibt es sowas. Dieser Lotso-Becher. Dann gibt es hier noch eine Winnie-Pooh-Tasse. Was habe ich hier noch? Sehe ich hier noch irgendwas? Also hier ist trotzdem alles. Hier gibt es so Plastik-Messbecher. Auch so Kinder-Tupperdosen, hier gibt es Kuscheltiere, hier gibt es so kleine, sozusagen Kindergartentaschen. Oh Gott, da sind Kissen. Ein Lotso-Kissen sehe ich. Ich weiß nicht, was ich sagen soll als cute. Ist noch süßer als süß. Hier, schaut euch Lotso an. Wie gesagt, 50 Dirham sind 13 Euro. Also vom Preis her echt super. Hier sind noch so Taschen. Ich habe hier so Zip-Taschen mitgenommen für Brina und mich. Ah, schick den Mädels gerade parallel die Bilder. Ja. Hier gibt es sogar noch so eine Küchenmatte. Ja, es ist 5:30 am Montag, der 20. November, soweit ich mich erinnern kann. Es ist Zeit für mich, nach Hause zu gehen. Ja, so schnell geht eine Woche vorbei. Gestern waren wir noch shoppen, habt ihr gesehen. Wir waren in der Marina Mall und ja, seit April, muss ich sagen, ist das eigentlich eine Mall, die ich sehr gerne besuche. Die ist halt nicht so groß. Dort gibt es also da gibt es keine Luxusmarken oder so, aber das war jetzt eh nicht unsere Intention. Und in diesem japanischen Laden bin ich eskaliert. seht ihr dann wahrscheinlich im November Haul, was ich dort gekauft habe, und ich werde es auch in der Story zeigen bei Instagram, aber wenn ihr das Video seht, ist es schon vorbei, denn es wird ein bisschen dauern. Also ich glaube, die Videos von Dubai werden erst eineinhalb Wochen später rauskommen. Genau, ja, jetzt gibt es Zeit. Mein Flieger geht um 8:25 Uhr und ja, dann bin ich um 12.30 Uhr circa in Zürich und dann muss ich direkt ins Büro. Das ist Vor- oder Nachteil, wenn man direkt am Flughafen arbeitet, kann man direkt ins Büro fallen. Ja, war sehr schön. Das Wetter war ideal die Woche, außer natürlich der eine Regentag, den wir hatten. Hat ein bisschen den Zeitplan auf der Arbeit auch durcheinander gebracht. Aber ein Grund, wiederzukommen. Habe ich schon mal Gründe zu sagen, oh, ich muss noch mal nach Dubai. Mal sehen. Ja, Wochenende war mega schön. Wetter, wie gesagt, Wasserpark, ein Traum. Gestern auch der Aura Sky Pool, also kann ich auf jeden Fall empfehlen. Dubai ist immer ein Besuch wert. Es ist einfach so krass, was hier einfach aufgefahren wird in Dubai. Ja. Naja, ich verabschiede mich jetzt hier bei euch. Ich nehme euch jetzt nicht mit, oder? Nehme ich euch mit noch ein bisschen auf dem Flug? Ach komm, ich nehme euch noch ein bisschen mit auf dem Flug, zeige euch, was es zu essen gibt. Ich gehe auch heute noch in die Lounge und ja, dann zeige ich euch ein bisschen noch was vom Flug und so weiter. Und dann verabschiede ich mich halt in Zürich bei euch. Ich arbeite ein bisschen im Flugzeug. WLAN kostet hier Unlimited $17.
vollkommen okay und ist eigentlich ganz gut. Also klar, man kann jetzt hier keine YouTube-Videos gucken oder sonst was, aber arbeiten funktioniert. Ja, ich habe jetzt hier meinen Snack bekommen. Es gibt später noch Mittagessen. Ich habe jetzt hier ein Toasted Egg und Cheddar Sandwich. Das sieht so aus. Ist auch warm. Und dazu einen O-Saft und einen Kaffee. Jetzt gibt es Mittagessen. Man konnte sich entscheiden zwischen Rindergulasch oder Nudeln mit Chicken. Ich habe mich für die Nudeln entschieden. Sieht gut aus. Also gibt es hier noch Nudelsalat, ein Stück Kuchen, Wasser, Brötchen und so Müsli-Riegel. Genau, hier gibt es auch Cracker und so. Dazu was zu trinken. Und währenddessen gucke ich ein bisschen Geistervilla. Habe ich tatsächlich noch nicht gesehen, den Film. Werde ich aber glaube ich auch nicht komplett schaffen, weil ich dann gleich wieder weiterarbeiten muss. Ja, ich bin gut in Zürich gelandet, die haben ein bisschen was gesehen und für mich geht es jetzt ins Büro. Ganz langweilig, aber die nächsten Trips stehen auf jeden Fall an. Ich hoffe, dieser Vlog aus Dubai hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, lasst bitte einen Daumen nach oben da, abonniert den Kanal, drückt auf die Glocke und dann sehen wir uns ganz bald wieder.